Hallo Patrons! Na, ihr müsstet ja einiges aushalten in den letzten Tagen. Jetzt machen wir mal ein bisschen Literatur, auch für alle Level, weil es nicht unveröffentlicht ist. Aber hat ja nicht jeder von euch alles gelesen, was ich geschrieben habe, schon gar nicht gehört, wie ich es vorlese. Und gute Unterhaltung ist es sowieso. Also das kommt jetzt nicht. Das kommt jetzt auch nicht. Ihr wisst ja, die mag ich besonders. Und ich weiß, viele von euch mögen besonders sowas hier. Ja, Pendra. Sci-Fi, Mystery, Romance, Action, Adventure, was auch immer. Von jedem etwas und nur das Beste. Erstmal noch einen Schluck Tee. Und da habe ich zu selten daraus vorgelesen. Und ich lese im Moment mal wieder, also nebenbei, Das Boot von Lothar Günther Buchheim. Nicht, weil ich die Action-Szenen so gut finde, sondern die Beschreibung von Wasser und Himmel und der zwischenmenschlichen Spannungen, die ist einfach auf einem ganz hohen Niveau, wie es einfach auch nur dann im Deutschen sich für einen Muttersprachler erschließt. Ich vermute, die Übersetzungen verlieren sehr, sehr viel, wie das oft so ist, von ihrem ursprünglichen Charakter, aber einfach diese zum Glück nicht lektoriert, korrigiert, entfernten regionalen Besonderheiten, Dialekte und Redensarten. Das ist super. Egal, das hat aber auch eine Familiengeschichte bei mir, warum das Boot eine besondere Bedeutung hat und so weiter. Darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Ist auch nicht der Hintergrund, warum in Pendra Hardfare, diesem schönen Buch aus dem Gedankenreich Verlag, warum da ein längerer Abschnitt unter Wasser stattfindet, in einem kleinen Tauchboot, Tauchshuttle, wie das in dieser Zeit, in der es spielt, so ist. Das hat keinen direkten Bezug zu dem, was ich vorher sagte, zum U-Boot-Krieg oder ähnlichem. Das hat sich einfach so ergeben. Die ursprüngliche Idee für Pendra ist uralt und die Ausarbeitung erfolgte dann aber erst vor wenigen Jahren. Pendra Hardfare ist ja erschienen, wann? 2018, also frisch sozusagen. Kann ich jedem empfehlen. Ich habe vor allen Dingen gehört, dass es vielen Leuten, die sonst keine Sci-Fi lesen, auch gut gefallen hat, weil es eben keinen übertriebenen Wert auf technischen Schnickschnack legt. Das ist jetzt nicht das klassische Nerd-Thema, das ein männlicher Sci-Fi-Autor, der sich sowieso privat sehr für Mathematik und Physik interessiert, das lang und breit darstellt. Und es ist eher unterhaltsames Popcorn-Kino als Buch mit ein bisschen Tiefe hier und da. Und die Tiefe in dem Ausschnitt hier ist jetzt tatsächlich auch eine im Meer. Wir haben hier eine kleine Gruppe, ein kleines Team, das so ein bisschen entgegen den Direktiven ihres eigentlichen Raumschiffs, das im Orbit um einen Planeten kreist, sich zu einer mehr oder weniger selbstveranlassten Mission aufgemacht hat, um herauszufinden, was es mit einem Planeten auf sich hat, der fast vollständig von Wasser bedeckt ist, ein Meeresplanet. Und der ist wiederum auch noch wie aus dem Nichts aufgetaucht, der war vorher gar nicht da, kam dann durch ein merkwürdiges Phänomen in den Raum hinein. Und an Bord des Schiffes gibt es eine vernünftige, nenne ich das jetzt mal, einen vernünftigen Teil der Besatzung. Und einen weniger vernünftigen. Der weniger vernünftige ist kurz davor zu putschen und dafür zu sorgen, dass dieser Meeresplanet auf sehr unfreundliche Art und Weise behandelt wird. Und dieses Team, das jetzt unterwegs ist und schon auf Tauchstationen gegangen ist, möchte doch gerne herausfinden, was es da eigentlich gibt und was es damit auf sich hat, bevor blindlings Bomben draufgeschmissen werden oder ähnliches. Wir steigen jetzt einfach mal ein. Das Shuttle, das ist ein Begriff, der allgemein bekannt ist, heißt im Pendra Universe Intertrafficer. Überhaupt sind viele Begriffe aus vielen verschiedenen Sprachen eingeflossen in diese vereinigte Erde der Zukunft, der gar nicht so weit entfernten Zukunft. Auch Latein und Italienisch und alles Mögliche, nicht nur Englisch. Und wir werden jetzt gleich auch hier einmal Patronus hören, was ja im Titel
meiner Patreon-Site All Right Patronus ist, enthalten ist. Patronus heißt einfach sowas wie Sir oder Lady oder mein Herr oder was auch immer. Also es ist das männliche Sir, wäre das in Star Trek von mir aus oder sonstiges. Das Intertrafficer glitt deutlich schwerfälliger durch das Wasser als durch die Luft, war aber noch immer relativ wendig und schnell. One Two, kurzer Einhaker. One Two ist ein gefühlloses technisches Lebewesen. Sagen wir ein Roboter. Natürlich etwas weiterentwickelt als die derzeitigen fußballspielenden Hunde in Japan, aber von ihnen kann man zumindest keine Gefühle erwarten. One Two fuhr zwei große Suchscheinwerfer aus, die uns nach vorn eine gewisse Weitsicht ermöglichten. Ich wollte mein Erleben dieser Situation nicht durch Worte behindern und verhielt mich ruhig. Ich drückte die Nase an ein Seitenfenster und starrte nach unten. Da war es sehr dunkel. Dunkelblau bis schwarz und wenig einladend. Der Grund lag etwa 200 Meter unter uns. Patronus, soll ich Garrett nicht wecken? Fragte ich und schielte zu dem noch immer schlummernden Jungoffizier. Der heißt übrigens Flink P. Garrett und ist ein junger Mann, ebenso wie derjenige, der das hier erzählt, wie Stan Pandra. Lassen Sie ihn. Im Moment brauchen wir ihn ja nicht und solange er schläft, kann er kein Unheil anrichten, antwortete Boyer augenzwinkernd. Boyer ist sowas wie der erste Offizier an Bord des Schiffes. Prime Dux heißt das. Oder ja, es sind Starlef Stardux, aber der Prime Dux, der erste Dux ist eigentlich Herzog im Lateinischen oder Führer und später dann für Herzog verwendet. Die erste Autorität hinter dem Kommandanten eines Raumschiffs. Also auch natürlich in dieser kleinen Gruppe hier, der Kommandant ist nicht mit dabei, der Star Lord, der Kapitän, der Star Lord. Ist nicht mit dabei und Warrior ist dementsprechend auch der administrative Anführer dieses Teams. Also Warrior möchte nicht, dass Garrett geweckt wird. Wieso sind hier keine Fische? Wollte Gayla wissen, während das Intertrafficer tiefer hinabtauchte. Taika Gayla ist auch Offizierin, eine junge Frau von einem anderen Planeten als der Erde. One-Twos Finger huschten über die Kontrollen. Es werden auch Unterwasser-Tierpopulationen angezeigt, von extrem größerer Dichte als an Land. Standortbestimmungen lassen sich allerdings weiterhin nicht durchführen. Wir hatten bislang also nichts Lebendiges gesehen, absolut nichts. Und das Störsignal? Fragte Warrior. One-Two nickte. Es ist irgendwo unter uns. Ich las auf dem Display, dessen Anzeigen ständig wechselten, unsere Tiefe ab. 90 Meter. Wollen Sie bis runter auf den Grund? Boyer nickte. Wenn möglich, ja. Sehen Sie diese Anzeigen hier? Je tiefer wir sind, desto höher ist die Energiedichte. Vielleicht ist es Magie, flüsterte Gayla deutlich hörbar und starrte aus dem Fenster. Magie. Gibt es etwas Vergleichbares in der neboranischen Religion, Dewey? Fragte Boyer. Dewey ist übrigens der Rang. Das ist der Einstiegsrang eines Offiziers an Bord eines Raumschiffs. So wie der Einstiegsrang bei Patreon. Gaylas Blick blieb in die Fluten gerichtet. Im siebten Buch des Propheten Takyaris steigt er in die Fluten der Unterwelt hinab. In ihnen lodert ein unvergängliches Feuer aus Wellen, eine blaue Flamme, die niemand löschen konnte. Nicht einmal die Kraft aller Propheten. Bewacht wurde sie von den Sorios, mächtigen, monstrosen Wächtern, die schon beim Überschreiten der ersten Pforte zu ihrem Reich die Gedanken aller Besucher kannten.
Tag Jahres umging sie jedoch, indem er seinen Geist in sich gefangen hielt und so hinter ihnen eine Pforte in der ewigen Flamme schuf, durch die seither die Seelen der Nibue in den himmlischen Hort zurückgelangen können, sollten sie sich einmal in der Unterwelt verirrt haben. Was ist die Moral dieser Erzählung? Fragte ich. Na was schon? Wer sich selbst unter Kontrolle hat, kommt besser ans Ziel, da er seinen Feinden keine Angriffsfläche bietet. Und dass auch irregeleitete Seelen dank der Heldentaten eines Propheten begnadigt werden und in den himmlischen Hort gelangen können, erklärte Gela und wandte kurz ihren Blick von dunkelblauen Strömen und Bläschen ab, um mir in die Augen zu sehen. Gemeinsam blickten wir wieder hinaus. Ich konnte keine klaren Konturen erkennen, keine Formen, Muster oder anderen Farben als Blautöne. Es wurde immer kälter, obwohl wir der Energiequelle näher kamen. Die Energie musste durch irgendeine Technik gleichmäßig über der gesamten Planetenkugel und im gesamten Meer verteilt werden, sodass sich die Temperaturbedingungen überall so gestalteten, als gäbe es eine Sonne. Und in der Tiefsee war es nun einmal kalt. Sonne hin oder her. Immer noch keine Fischer, stellte Gela wiederholt fest. Wären dir dieses Soryos lieber? Fragte ich. Ich muss Ihnen widersprechen. Sehen Sie, machte uns Wantu auf das aufmerksam, das sich nun im Schein unserer Scheinwerfer zeigte. Stoppen Sie, Wantu. Dafür nehmen wir uns kurz Zeit, wies Woya ihn an. Millionen kleine silberne Fische schwammen mitten im freien Wasser in einer Tiefe von etwa 150 Metern. Der Schwarm wechselte ständig im Kollektiv die Richtung, immer wieder verschmolzen seine silbernen Flanken zu einem Schwarmkörper. Wecken Sie Starleth Garrett, das kann er sich ruhig mal ansehen. Ordnung im Chaos, schlug der sichtlich faszinierte Warrior vor. Auf dem Weg zur kleinen Schlafnische bemerkte ich erstmals, dass die Shannon, das ist der Name des Intertrafficers, dass die Shannon leicht hin und her schwankte. Es war aber kein großes Problem, das Gleichgewicht zu halten. Ich weckte Flink. Er räkelte sich. Wieso wackelt es? Sind wir in einem Sturm? Stardux Voyager meint, du solltest dir die Fische ansehen. Ich beschloss, ab jetzt alle Mitglieder meines Teams zu duzen, vor allem wenn wir halb inoffiziell unterwegs waren. Meines Teams heißt bei Pandra das Flink und Gela unter anderem ihm untergeordnet sind, an Bord des Schiffes. Natürlich sind Wantu und Warrior ihm nicht untergeordnet. Und es schwankt immer so halb beruflich, halb freundschaftlich. Schwierig, ne? Siezen oder duzen. Flink brabbelte müde irgendwas von blöden Fischen. Plötzlich aber sah er mich mit großen Augen an. Fische? Dazu muss man wissen, er war eingeschlafen, bevor die Shannon auf Tauchstation gegangen war. Ich nickte und er stürzte nach vorn. Wir sinken! Schrie er. Gela und Voya packten ihn an die Schultern und pressten ihn auf einen Sitz. Wir sinken nicht, wir tauchen auf der Suche nach Antworten. Flink beruhigte sich schnell. Wie tief sind wir? 152 Meter. Sie sollen sich doch die Fische ansehen, Patronus, lachte Gela. Flink wagte einen Blick nach vorn. Ich hörte sanftes Plätschern um uns herum, ließ mich auf der Rückbank sinken und betrachtete das bei 120 Metern angesprungene rote Notlicht und den herrlichen Kontrast zwischen Rot und Blau. Mit einem Male wurde direkt vor uns viel Wasser verdrängt. Blasen und Schwalle kündigten eine kraftvolle, schnelle Bewegung an. Die Ruhe und Harmonie des Fischschwarmes endete abrupt. Die silberne Wolke stob panisch auseinander. Eine mächtige, torpedoförmige Silhouette erschien. Es ging schnell, doch ich realisierte noch, dass etwas Großes, Lebendiges auf uns zukam. Es kam wie aus dem Nichts, war 5 oder 6 Mal so groß wie die Shannon, braun und umkreiste uns. Voya schrie, Gela schrie. Flink duckte sich. Ich bewegte mich nicht.
Das riesige Raubtier glich einer Echse, hatte einen starken Schwanz, geschuppte Haut, Reißzähne und ein breites Froschmaul. Es bewegte sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, packte die Shannon wie einen erbeuteten Fisch und trieb sich mit mächtigen Schwanzschlägen voran. Wir wurden herumgeschleudert wie Blätter im Sturm. Ich prallte gegen die Frontscheibe und nichts trennte mich vom Magen des Monstrums als ein Scheibchen Glas. Ich starrte direkt in den dunklen Rachen. Irgendwie hatte ich noch die Arme vor den Kopf reißen können, sonst wäre durch den Aufprall vielleicht mein Schädel geplatzt. Ich lag auf der Scheibe. One-Two saß auf seinem Platz und versuchte trotz aller einwirkenden physikalischen Kräfte weiter die Kontrollen zu bedienen. Warrior, Gaylor und Flink hörte ich irgendwo über mir, denn die Frontscheibe diente aktuell als Boden des Trefficers. Das Vieh hatte uns aufrecht im Maul wie eine Rachensperre. Ich spannte meine Muskeln an, konnte mich jedoch nicht von dort wegbewegen. Ich suchte die Frontscheibe nach Rissen ab. Sie hatte keine. Ich hörte ein Rauschen und Zischen, ein Glucksen und Brüllen. Alles war jetzt außerhalb der Shannon. Wir hatten noch kein Leck. Erst jetzt fand ich Zeit, Furcht zu empfinden. Ich hatte plötzlich verdammt große Angst. Ich rutschte wie ein nasser Fisch auf der Scheibe herum, als das Ungeheuer eine Kurve schwamm. Ich schloss die Augen und hörte mich stöhnen. Gaylor schrie wieder und prallte neben mir auf die Scheibe, das Gesicht blutverschmiert. Sie war bewusstlos. Ich streckte eine Hand aus und fühlte ihren Puls. Sie lebte. One-Twos Stimme erklang. Aktiviere Sera. Noch bevor er einen Schuss absetzen konnte, spuckte uns das Monstrum aus. Die Shannon schoss taumelnd durch das Wasser wie ein Komet auf Crashkurs. One-Two wurde nach oben gestoßen. Das Intertrefficer drehte sich, sodass die eigentliche Decke nun der Boden war. Ich rollte von der Scheibe hinunter und zog Gaylor mit. Über meinem Kopf lagen die Armaturen, aber ich konnte nicht aufstehen, lechzte nach Kraft. Jetzt hörte ich Warrior. Er kommt zurück, Stan! Er kommt zurück! Ich drehte den Kopf und sah, dass das Biest nur gewendet hatte, um erneut zuzustoßen. Mit kräftigen Schwanzschlägen trieb es seinen muskulösen Körper durch die Fluten. Es zeigte uns die Zähne. Ich zwang meine Beine, mir endlich wieder zu gehorchen und hiefte mich hoch, hielt mich mit einer Hand an den nun von der Decke hängenden Pilotensesseln fest und führte die andere zum Sierra-Kontrollsystem. Das Biest war nur noch wenige Meter entfernt, hatte das Maul weit geöffnet und erwartete ein wehrloses Opfer. Da knickte ich weg und geriet außer Reichweite des Feuerknopfes, doch ich stürzte nicht. Flink stand neben mir und stützte mich. »Feuer, Patronus«, sagte er, und ich wiederholte es schreiend, sprang hoch und klatschte die Hand auf die Schaltfläche. Der Sierra-Strahl brodelte durch das Wasser und erzeugte ein entsetztes Brüllen beim Angreifer. Der aggressive Meeresbewohner drehte ab und jagte in die Weiten der See davon. Erleichtert ließ ich mich mit Flink zu Boden fallen und klopfte ihm auf die Schulter. Warrior kam auf allen Vieren hinzugekrochen. Gaylor war noch bewusstlos. One-Two unbeschädigt. »Keine Fische, hä?« sagte Warrior. Ich zuckte mit den Schultern und konnte schon wieder schmunzeln. »Klassisches böses Erwachen, hm, Flink?« Flink nickte. »Und Bryger bleibt gerade das Frühstück im Hals stecken.« Bryger ist übrigens der Putschist an Bord des Schiffes oben im Weltraum. Bryger bleibt gerade das Frühstück im Hals stecken. Er meint, weil er jetzt erfährt, dass das Team aufgebrochen ist gegen seinen Willen. Ja, das Frühstück im Hals stecken. Wie dem Biest vorhin, knurrte ich. Eine gewisse Parallele zwischen Biest und Bryger, allein sprachlich und optisch, ist nicht von der Hand zu weisen, sagte Flink weiter. Mit One-Twos Hilfe gelang es schnell, die Shannon wieder in einen annehmbaren Zustand zu versetzen. Außer ein paar Beulen war nichts zu beanstanden. Selbst die Scheinwerfer waren nur leicht verbogen, funktionierten aber noch einwandfrei. Prellungen und Platzwunden behandelten wir umgehend mit den medizinischen Vorräten. Gaylor kam schnell wieder auf die Beine. Mit den revitalisierenden Lasern ließen sich ihre Wunden umgehend schließen. Ich dachte an die Psygon. Das ist das Mutterschiff. Ich dachte an die Psygon, die weit über uns ihre Bahnen zog. Hoffentlich friedlich.
Wie viel Sauerstoff haben wir noch? Fragte Warrior. One-Two checkte die Systeme. Für circa 9 Stunden. Tauchtiefe 187 Meter. Das Vieh war also mit uns getaucht. Tauchgang fortsetzen. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Der Starlord braucht uns und vor allem Ergebnisse, sagte Warrior. Wie verhindern wir weitere Angriffe, wenn die Tendray keine exakten Angaben hergeben? Erkundigte sich Flink. Tendray sind sowas wie Scanner. Es erfolgte keine Antwort. Entschuldigung, aber ich habe Sie etwas gefragt. Erst jetzt merkte ich, dass er mich meinte. Natürlich siezte er mich noch. Schließlich hatte ich ihm kein Du angeboten. Woher soll ich denn das wissen? Antwortete ich genervt. Mir war merkwürdig heiß im Kopf. Der restliche Körper fühlte sich dagegen sehr kalt an. Wir richten die Tendray nur noch auf reptilienartige Lebensformen aus und sollten deren Annäherung rechtzeitig bemerken können. Vorher waren wir von Fischen ausgegangen. Für einen Universalscan fehlt uns die Energie, beziehungsweise wäre er nicht sehr effektiv, erklärte Warrior. Flink ignorierte diese Auskunft. In seinen Augen veränderte sich etwas. Na los, Pendra, erklären Sie es mir. Wissen Sie es nicht? Was ist los mit Ihnen? Oh, wie ich ihn plötzlich hasste. Halt doch die Schnauze, du Anfänger. Du bist doch eh ein Spitzel von diesem faschistischen Penner Briger. Immer schon hast du meine Autorität missachtet. Meine Frau willst du jetzt auch noch, hä? Meine plötzliche Wut verschwand nicht. Und welche Frau meinte ich eigentlich? Hüten Sie Ihre Zunge, Patronus. Du möchtegern Veteran. Lächerlich. Flink sprang auf und drohte mir, ich tat es ihm gleich, von einem inneren Schmerz erfüllt und von betäubender Hitze und Kälte durchgeschüttelt. Es tat nicht weh, im Gegenteil, ich fühlte enorme Energie in mir und große Wut, Hass, Eifersucht, alles, was man sich vorstellen kann, ein Schwall negativer Gefühle. Dennoch war es Flink, der sich zuerst hysterisch auf mich stürzte. Ich schlug zurück, wir wälzten uns über den Boden, er traf mich, ich traf ihn und meine Muskeln waren stark wie nie. Ich wusste, dass es nicht richtig war. Ich spürte, dass ich meinen Kameraden ohne Grund schlug, aber ich konnte nicht anders. Ich war verloren. Flink und ich hätten uns vielleicht gegenseitig getötet, wären One-Two und Warrior nicht dazwischen gegangen. One-Two redete auf mich ein, hielt mich fest, verpasste mir eine Ohrfeige, eine enorme robotische Ohrfeige, und plötzlich war ich wieder bei klarem Verstand. Tiefenrausch, sagte Warrior und schüttelte den Kopf. Wahrscheinlich ausgelöst durch die Aufregung vorhin. Ich sah Flink an, der sich einen Schlag von Warrior eingefangen hatte. Er hatte ein blaues Auge und eine blutige Nase, aber er lächelte. Es wirkte noch etwas schief, aber er war fast der alte. Es war wieder fast der alte Flink, wie ich wieder fast der alte Stan war. So etwas war mir noch nie passiert. Bevor wir uns weiter damit auseinandersetzen konnten, stoppte die Gleitbewegung des Intertrafficers. Stardux, etwas unüberschaubar Großes und unmessbar Energiereiches liegt vor uns, meldete One-Two. Die Energiequelle? Fragte Gayla. Ich sah sie an. Gaylas Gesicht zeichnete sich vor kugelblitzblauem, urwaldhöllengrünem, aufgeschäumtem und bleischwerem Wasserhorizont wie die erste Blüte eines wundervollen, endlosen Sommers ab. Grüne Felder, lebensspendende Erde, Strandparty, Musik, im Inneren des leibhaftigen Glücks. Ihre Lippen glänzten und ich atmete jeden Atemzug mit ihr mit. Ich fühlte, wie die Luft sanft und kühl über ihre Lippen kroch. Sehnte mich danach, den Glanz in ihren Augen festzuhalten, diesen Anblick unsterblich in mich aufzunehmen, ihre Liebe sich spiegeln zu sehen hinter den sprühend jungen Lichtreflexen auf ihrer Netzhaut. Die Welt wurde zart, alles erschien freundlich, gestochen scharfe Fantasien, leuchtend und farbig und in spritzigster Bewegung, Drehung, Umkreisung, fröhlich und ausgelassen. Nun bemerkte sie meinen Blick. Mein Mund formte ein Lächeln, das so pur und zeitlos war, wie es nur sein konnte. Sie nahm mich an,
Sie sah mich an. Sie sah mich an und ihr Blick entwaffnete mich, nahm mir jegliche Resistenz, zeigte mir die intimsten Launen eines anderen Menschen. Die Ehrlichkeit ihrer Erwiderung ließ mich zittern. Ich sah, dass sie mich liebte. Und wie unbeschreiblich war die Gnade, die mir dadurch zuteil wurde. Die beiden haben sich nicht gerade verliebt, die sind schon zusammen, ne? Ist schon klar. Wie sehr drängte mein Körper danach, es ihr zu danken. Doch es war nicht möglich. Noch nicht. Gott war Liebe großartig. Ich stolperte, als die Shannon einen Schlenker flog und befand mich augenblicklich mit allen Sinnen zurück im schwimmenden Sarg. Ich spürte wieder die Kälte, die Bedrohung, die Pflicht. Was war denn das gerade? Erst Hass, dann Liebe? Hier unten gab es keine Liebe, nur Tod und Verlust. Menschen, Niboe und Humanbots waren fremd hier unten. Das hier war das Reich anderer, die nasse Unterwelt. So, und hier brechen wir ab, wie es weitergeht. Ja, da war ja ein bisschen Bewegung drin. Jeder kam mal so ein bisschen zu Wort. Kleine Prügelei, Angriff. Und die Liebe war auch noch ein Thema. Schön eigentlich. Ich muss gar nicht zwingend die Sonnenbrille aufsetzen, wenn ich Penrose lese. Stan hat auch nicht die ganze Zeit eine Sonnenbrille auf. Hier ist es nur relativ hell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche für andere Lesungen werden immer gerne auch entgegengenommen, zumindest, dass ich sie privat und exklusiv dann erfülle, gehört erst zu einer hohen Stufe im Patreon-Level-Bereich. Aber es ist jetzt alles wurscht. Ihr seid alle gut da, wo ihr seid, bestimmt. Und ich wünsche euch einen schönen Freitag und danach schon mal ein schönes Wochenende, falls ich mich nicht mehr häufiger melden sollte. Das ist nicht auf lange Sicht durchgeplant. Morgen habe ich zum Beispiel ein paar Termine, auch außer Haus und so. Also von daher kann ich da nichts garantieren. Entschuldigung, ich bin eigentlich schon 5 Stunden wach, aber ja, kleine Müdigkeit kommt trotzdem. Also. Für die von euch, die Penrose noch nicht gelesen haben, wärmste Empfehlung, oder kalte in der Tiefsee. Und an alle anderen, ihr kennt es schon, aber ihr wollt ja bestimmt auch noch weitere Stellen hören. Und das Penrose Universe wird ja auch fortgesetzt, wie ihr wisst. Also, bis bald, euer Jan. Danke für eure Aufmerksamkeit.